Die kontroversen Plakate wurden für den Besuch von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber zwar abgehängt, ansonsten haben sich der CSU-Politiker und Ungarns Regierungschef Viktor Orbán bei ihrem Treffen in Budapest kaum angenähert. Man bleibe im Gespräch, so Weber. Es sei ein konstruktiver Austausch gewesen, der viele Fragen berührt habe. Sein Besuch war der Versuch, den Streit um einen möglichen Ausschluss der Orbán-Partei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei zu klären. Den Kritikern in der konservativen Fraktion gehen die EU- und migrationsfeindlichen Positionen der rechtsnationalen Fidesz zu weit. Zuletzt hatten Plakate für Aufsehen gesorgt, die EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verunglimpften. Es ist klar, dass wir als EVP grundlegende Werte haben. Diese Werte sind für uns nicht verhandelbar, deswegen müssen sie von allen unseren Mitgliederparteien respektiert werden, auch von Fidesz. Der Streit ist für Weber persönlich wichtig, da die Stimmen der Fidesz im neuen EU-Parlament nach der Europawahl im Mai ausschlaggebend für seine Chancen sein könnten, EU-Kommissionspräsident zu werden. Der EVP-Vorstand wird in der nächsten Woche über den weiteren Umgang mit Orbáns Partei entscheiden. Nach Manfred Webers Besuch in Budapest ist immer noch unklar, wie es mit Fidesz nach dem 20. März weitergeht. Er sagte, man werde Orbáns nächste Schritte beobachten. Einige Parteien der EVP-Fraktion haben immer noch nicht bekannt gegeben, ob sie einen Ausschluss der Fidesz-Partei unterstützen oder nicht. Magyar Attila, Euronews, Budapest.